We have a new mission, soldier. What is it? What's down there? A weapon. A weapon? How many guns do you need? Microsoft und 343 Industries haben endlich einen neuen Trailer zu Halo Infinite veröffentlicht. Und zwar über ein Jahr nach dem ersten Trailer, der ja immerhin so kacke aussah, dass die Fans protestierten und das Release infolgedessen verschoben wurde. Nun also ist diese Woche ein neuer Kampagnentrailer erschienen, der massig Gameplay und natürlich Einblicke in die Story zeigt. Ganz offensichtlich hat sich grafisch einiges getan und man kann wohl guten Wissens behaupten, dass Halo Infinite nun nicht nur so aussieht, wie man es erwarten würde, sondern auch anhand des Trailers sofort dieses typische Halo-Gefühl hervorruft. Bis zum Release ist es ja auch nicht mehr so lange hin. Der Termin für Xbox One, Xbox Series X und S und PC ist der 8. Dezember. Is everyone trying to kill you? It kind of seems like it. An diesem Wochenende wird Halloween gefeiert und zwar auch in Fortnite. Schon seit einigen Tagen läuft ja das Albträume-Event mit dem Modus der Zorn der Würfelkönigin. Doch das allein reicht Epic nicht. Noch bis Montag findet das dritte Jahr in Folge das Shortnite-Event statt. Dabei handelt es sich um eine Art Kurzfilmfestival. Betretet das Albträume-Kino im Spielmodus Shortnite, um euch 7 gruselige Kurzfilme anzuschauen. Haltet ihr 30 Minuten lang durch, gibt's das Spraymotiv Sprühschmalz als Belohnung. Außerdem ist der Popcorn-Kämpfer samt Outfit, Rückenaccessoire und Emote im Itemshop verfügbar. Obendrein gibt's eine Kooperation mit Capcom, die die beiden Resident Evil-Charaktere Chris Redfield und Jill Valentine als neue Outfits ins Spiel bringt. Und auch dieses wunderbare Emote namens Regenschirmschlendern ist neu in Fortnite. Sony hat in einer neuen State of Play-Ausgabe ein paar neue Spiele vorgestellt und den Anfang machte das abgedrehte Multiplayer-Survival-Spiel Deathverse Let It Die. Wer jetzt aufgrund des Untertitels aufhorcht, ja, bei Deathverse handelt es sich tatsächlich um den Nachfolger zu Goichi Sudas Let It Die von 2016, wobei Suda allerdings nicht mehr an der Entwicklung des zweiten Teils beteiligt zu sein scheint. Worum es geht, sieht man bereits im Trailer. Ihr werdet mit anderen Spielern in eine Arena geworfen und dürft euch dort mit allerlei Waffen und Spezialkräften an die Gurgel gehen. Excellent. Wer danach auf große Blockbuster-Ankündigungen gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Gezeigt wurden eine Handvoll Indie-Games, darunter ein neues Five Nights at Freddy's, ein Mario Kart-Klon namens Kart Rider Drift und First Class Trouble. Das habe ich tatsächlich vor einem Jahr in einer frühen Version schon mal gespielt, und zwar bevor Among Us durch die Decke gegangen ist. Das Spielprinzip von First Class Trouble ist dem von Among Us recht ähnlich, aber mit feinen Unterschieden. So kann man zum Beispiel die anderen Spieler hören und mit ihnen sprechen, sobald sie sich in-game in der Nähe befinden. Was übrigens auch sehr praktisch ist, um jemanden heimlich zu belauschen. Für PS4 und PS5 erscheint First Class Trouble am 2. November und ist dann auch Teil von PlayStation Plus. Für PC ist es über Steam bereits im Early Access erhältlich. Weapons activity detected. Ready in third strike. Starboard thrusters to full power. There's no time. Die dickste und überraschendste Ankündigung der State of Play war sicherlich der neueste Teil der Star Ocean Serie. The Divine Force wird der 6. Teil der Hauptreihe sein und erneut von Treyarch entwickelt. Publisher Square Enix betont, dass es allerdings für Neueinsteiger ebenso geeignet sei wie für eingefleischte Fans der JRPG-Serie. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Star Ocean Divine Force erscheint irgendwann 2022 für PS4 und PS5 sowie auch für Xbox One, Xbox Series X und PC. You dare turn your back to this? I swear, I'll destroy the Federation ship by ship until there's not a damn thing left! Like any other day. Billy sets out on another job. Den Abschluss der State of Play-Präsentation bildete Little Devil Inside, ein Adventure mit ansprechendem Artstyle, das laut Entwickler NeoStream Interactive diverse Genres miteinander vereint. So wird es Survival-Elemente geben, actionlastige Kämpfe, Open-World-Erkundungen und einen kooperativen Multiplayer-Modus. Ich muss zugeben, so richtig schlau bin ich aus dem gezeigten Bildmaterial noch nicht geworden, aber das heißt ja zumindest, dass Little Devil Inside vielleicht mal was komplett anderes ist.
Wie zu erwarten war, hat Activision Blizzard die BlizzCon 2022 abgesagt. Schon in diesem Februar fand die Hausmesse ja nur online statt und im aktuellen Statement auf dem Blizzard-Blog eiert der Publisher vage herum und nennt als Grund für die Absage, dass man lieber mehr Zeit in die Spieleentwicklung stecken wolle. Dabei wissen wir doch alle, dass der wahre Grund sicherlich in den aktuellen Klagen und Skandalen wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung im Unternehmen liegt. Aus dem gleichen Grund wurde nun ein Overwatch-Charakter umbenannt. Der Cowboy Jesse McCree trug nämlich bisher den Namen eines ehemaligen Blizzard-Mitarbeiters, der in den aktuellen Rechtsstreit verwickelt ist. Aus diesem Grund heißt McCree ab sofort Cole Cassidy. Gleichzeitig gibt Blizzard euch die Möglichkeit, euren Battle.net-Namen zu ändern. Dazu müsst ihr bis spätestens 5. November ein Formular auf der Website ausfüllen. Also die Chance, euren Tag von Pimmelhorst23 in was Nettes zu ändern. Wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, und das hoffe ich doch sehr, dann klickt doch einfach mal auf den Abo-Button und setzt auch direkt die Glocke, dann werdet ihr wie immer pünktlich informiert, wenn wir was Neues hochladen. Das ist in der Regel mittwochs und samstags, also dass ihr Bescheid wisst. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.